Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rothermoon vs. Herr Blaze mit und von und zu Herr Blaze. Hallöchen. Wir spielen 800 Meter Hürden. Wir laufen im Kreis und springen über Hürden. Das kennt ihr vom Sport. Das ist, also nicht vom selben Sport, vielleicht vom Zugucken, Olympiade, weiß auch immer. Wo wir letztens schon den Weitsprung hatten, jetzt auch noch Hürdenlauf. Diese Druckplatten geben uns eben einen Sprungbar von einer Sekunde, damit wir über die Zäune drüber kommen. Wenn wir nicht drüber kommen, laufen wir durch die Mitte. Diese Druckplatten geben uns eine Verlangsamung von einer Sekunde. Ja, das war es eigentlich auch schon. Wir rennen 8 Runden, deswegen 800 Meter Hürden. Und wechseln immer von außen nach innen, damit auch das fair ist und gleich bleibt. Okay. Doch, das war's auch schon. Gut. Wer anfängt, hier hinten. Wer anfängt, brauchen wir diesmal nicht machen, ne? Nee, brauchen wir nicht. Wir fangen ja gleichzeitig. Auf der schwarzen Linie oder hinter der schwarzen Linie? Das kannst du dir ausdenken, wie du willst. Ich glaube nicht, dass es hinter so knapp wird, dass das entscheidend ist. Ich glaube Oh Gott. Aber man kann halt oft hängen bleiben oder man kann halt einen guten Flow haben und auch mal eine Runde ohne hängen bleiben. Flow. Flow. Wir sollten aber anfangen. Also 8 Runden machen wir. Ja. Nach jeder Runde wechseln wir innen Außenbahn. Nicht vergessen, ne? Ja. Ja. Sonst wird man disqualifiziert. Ja, sonst, weiß ich auch nicht. Schön hier, ne? Ja. Ja, wollen wir. Ja. Gib du das Startkommando. Ich zähl quasi von runter und dann bei Go geht's los, ne? Ja, mach mal. 3, bei Go los, okay. 2, 1, Go. Oh ja, hat schon gut geklappt bei mir. Läuft. Ja? Ja, ich habe eine Hürde. Jetzt sieht man mal, wie viel Abstand das eine Hürde ausmacht. Ja, ich muss Mitte. Ja, jetzt müssten wir ungefähr gleich auf sein. Jetzt leckt der Server auch noch. Super. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Ich auch. Ich habe auch nur Verdacht angedrückt. Im Moment sind wir noch ziemlich gleich auf, oder? Ich sehe dich ja jetzt nicht. Du bist ja hinter mir. Scheiße. Ja. Du hast dich nur so angestellt, ne? Du wolltest, dass ich mich in Sicherheit wiege. Nein. Wow, du hast einen Flow gerade. Ja. So, auf dem Zaun drauf war schon knapp. Gut, du bist ja natürlich auf der Innenbahn. Du bist ein bisschen im Vorteil. Also was die Weite angeht. Nein. Aber wir haben echt keinen Hungerbalken mehr, sehe ich gerade. Boah, diese Lags. Alter. Was hast du mit dem Server gemacht? Ich? Nix. Wahrscheinlich die ganzen Buffs, die wir auslösen. Meinst du? Ich habe keine Ahnung. Aber bei dir läuft's echt gut. Ich habe gerade erst mal gucken müssen, ob ich überhaupt noch laufe, ne? Ja, sonst kommst du nicht über die Hürden drüber. Keine Sorge. Obwohl, in den Kurven könntest du drüber kommen, weil das ist ein bisschen kürzer. Oh, scheiße. Entschuldigung. Nein. Oh, ich bin schon bei 6 Hürden hängen geblieben. Keine Sorge. Nein. Ich komm nicht mehr in den Flow. Nicht mehr? Nein. Wusa, du musst das Ganze in die Wüste reiben. Alles klar. Das hat so gut geklappt, als ich ja eine Runde mal getestet habe. So. Wieder auf die Innenbahn. Gibt's ja nicht. Ich lauf nicht mehr. Ach, scheiße. Ja, das passiert halt ab und zu mal. Dann verlierst du das Laufen. Ja. Ich kann dir sagen, aber du musst dir keine Sorgen machen. Nicht? Ich bin ungefähr 4 Hürden hinter dir. Ja, das kann sich aber schnell ändern. Ja, musst du aber zum Beispiel hinbleiben, jetzt. Fünfmal. Ja, aber da kann ich, wenn du hängen bleibst, hole ich nicht eine ganze Hürde auf. Bin dann schon 6 oder 7 Mal hängen geblieben. Ah, jetzt geht's bei mir los, ne? Bist du aus dem Flo raus? Ja. Dunkel, super. Ich kann aber jetzt, ehrlich gesagt, nicht Tag machen, ne? Ja, es ist ja egal, es ist ja peaceful. Und die nächste. Er schafft es. Außenbahn. Denn. Das ist deine vielte Runde? Ich glaube. Vierte? Ne, du hast innen angefangen, oder? Ich habe innen angefangen, ja. Ja, dann ist die vierte jetzt, ja. Nee. Blaze, was ist denn los mit mir? Alter! Weiß ich nicht. Zu spät für Sportspiele. Du bist eher so spät für Denkspiele, ne? Ich warte noch, dass du mich überholst. Meinst du? Ich hab keine Ahnung. Ich bin eher Denkspiele, ja. Oh, du bist die ganze Gerade vor mir. Boah, nee.
habe heute kein Timing. So. Wieder in den Baum. Das heißt, das müsste jetzt Nummer 5 sein, ne? Ja. Scheiße. Hängen geblieben. Ah! Hänge geblieben. Immer in der Kurve. Immer in der gleiche. Ja, selbst wenn du noch 10 bleibst, werde ich nicht mehr einholen können. Aber ich gebe nicht auf. Oh. Ich hoffe nur, die Zuschauer sehen noch was bei mir. Nein! Oh Gott, jetzt bin ich irgendwie raus, ne? Ja, das war ich von Anfang an. Weil wenn du zu früh drückst, kommst du nicht rüber, wenn du zu spät drückst, kommst du auch nicht rüber. Ja, genau. So ist das halt. So beim Hürdenlaufen auch so. Jupp, nur dass es da die Leute auf die Fresse legt. Oh Gott. Also im Moment höre ich noch nichts hinter mir laufen. Möchte mich aber auch jetzt nicht umdrehen. Ich bin noch weit weg. Okay. Wechsel jetzt auf die Innenbahn. Damit du weißt, wo ich bin. Okay. Mit dem Vorteil habe ich ja quasi jetzt, dass ich sehe, wo du bist, aber. Bin Speedy Gonzales. Schnellste Place von Mexiko. Oh ja, hör doch das Laufen auf. Ist gut. Ja, es passiert halt ab und zu mal. Der Wahnsinn. Ab und zu mal die Lauftaste drücken. Ich drück die ganze Zeit durch, da hat er nicht aufhören zu laufen. So, das müsste jetzt eigentlich die letzte Runde sein, ne? Weiß es nicht. Ich bin jetzt wieder innen. Also es müsste jetzt 8 sein. Nee, warte, innen hast du angefangen. Ja? Du musst außen aufhören, sonst wäre es ja unfair. Okay, dann ist es jetzt die 7. Ja. Boah, jetzt geht's nicht mehr. Entschuldigung für die etwas ruhigeren Momente. Aber ist gerade ein bisschen Konzentration dabei. Oh. Zwei nacheinander versammelt. So, dann gehen wir jetzt in die Außenbahn. Täuscht mich das oder habe ich da hinter mir gerade was laufen gehört? Das kann schon sein. Jetzt habe ich eine Sprungfalte verpasst. Ist mir auch noch nicht passiert. Oh nein. Also ich bin ein bisschen näher rangekommen, aber immer noch weit weg. Oh, und jetzt habe ich 3 hintereinander versammelt. Ich auch gerade wieder einen, so ist nicht. Hallo Schaf. Hat das Gras geschmeckt, ja? Der war knapp. Oh, ich bin leider. Ach, ich bin noch im Game-Mode gewesen. Ich warte mal ganz kurz, ich bin ein Stück gerade geflogen, das war nicht so. Also. Ja, ich bin weit weg von dir, noch keine Sorge. So geht das aber nicht, du. Also, es müsste jetzt letzte Runde sein, ne? Ja. Ah, auch schon wieder hängen geblieben. Blaze gewinnt, yay. Ich hab mal wieder ein Spiel gewonnen. Ich bin so awesome. Nein, nice. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du bist einfach schneller als ich. Ich sag ja, Speedy Gonzales, ne? Schnellster Blaze von Mexiko. Das wäre wahrscheinlich in Wirklichkeit auch so, aber wenn ich 800 Meter Hürden rennen müsste, wäre ich wahrscheinlich danach tot. Nicht nur du. So, wir hoffen natürlich, euch hat's gefallen. Und ja. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Rosamund vs. Herr Blaze. Tschüss.